Der Qualitätszirkel der Inneren Klinik Tumorforschung in der WTZ-Ambulanz, also des Westdeutschen Tumorzentrums, trifft sich einmal in der Woche berufsgruppenübergreifend. Und da werden eben über verschiedene Verbesserungen diskutiert und es dient einfach am Kommunikationsaustausch. Zu den Berufsgruppen zählen die Studienkoordination, zum Beispiel Studienassistenz, der ärztliche Dienst, der pflegerische Dienst und auch die Administration. Durch diesen Austausch kann ein Problem von vielen Seiten betrachtet werden, von allen Berufsgruppen, was dann im Endeffekt auch zur optimalsten Lösung führen kann. Mit dem Preisgeld wollen wir Tablet-PCs für Patientinnen und Patienten hier in der WTZ-Ambulanz beschaffen. Die Patienten haben dann die Möglichkeit, direkt an den Tablet-PCs Dokumente und Fragebögen auszufüllen, die dann auch direkt zum Beispiel in die elektronische Patientenakte übertragen werden können oder ausgewertet werden können. Durch die Anschaffung der Tablet-PCs wollen wir Druckkosten senken, die Arbeitsabläufe beschleunigen und das Personal am Stützpunkt entlasten. Wir sind dankbar für die Unterstützung von Seiten der Stiftung, da wir uns ohne das Preisgeld nicht vorstellen könnten, das Projekt zu verwirklichen bzw. zeitnah zu verwirklichen. Und durch das Preisgeld können wir in diesem Jahr noch mit der Umsetzung starten.